So Leute, herzlich willkommen in einer neuen Aufnahmesession, in einer neuen Woche, in einer neuen Folge. Ich habe jetzt wirklich nur kurz die Aufnahme neu gestartet. Wir rennen jetzt da wieder runter, wir setzen jetzt die EMU-Diskette ein und schalten die Tür frei. Ich gehe mal davon aus, dass das hier die letzte Folge sein wird. Eventuell mit ein bisschen Überlänge. Das heißt eventuell, wenn es die letzte Folge ist, wird es garantiert Überlänge haben. Es wird nur dann nicht die letzte Folge sein, wenn ich tatsächlich genug Material zusammenkriege, um hier zwei volle Folgen draus zu machen. Wenn ich jetzt ja quasi eine halbe Stunde noch brauche oder so, dann hat die Folge halt Überlänge. Ab 40 Minuten Aufnahmelänge werde ich wohl dann doch nochmal zwei Folgen draus machen. So als Info an euch, dann könnt ihr ja schon mal... Ich meine, ihr seht ja, ob es die letzte Folge ist oder nicht, weil wenn es die letzte Folge ist, dann steht im Episodentitel Finale drin. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass es die letzte Folge ist, denn es ist wirklich nicht mehr viel zu machen. Hier ein Gegenstand noch ein bisschen hin und her schleppen und der Bosskampf. So im Großen und Ganzen zumindest. So, wir machen erst die MO-Diskette. Ja, ich weiß, dass ich da vorhin in dem Gang einen Raum übersprungen habe. Das war mit Absicht. Es ist nicht so, dass ich den nicht wahrgenommen habe. Ich weiß, dass der da ist. Da gehen wir auch noch rein, aber jetzt noch nicht. Denn jetzt ist MO-Diskettenzeit. Und dann können wir jetzt erstmal gucken gehen, was denn hinter dieser Tür sich eigentlich verbirgt. Bevor wir hier anfangen, irgendwelche gefährlichen Sachen durch die Gegend zu schleppen. Obwohl, jetzt ist die Kapsel ja noch leer. Jetzt können wir das ja noch machen. Können wir die ja noch durch die Gegend schleppen, während wir rennen. Nur auf dem Rückweg, da müssen wir halt vorsichtig sein, weil auf dem Rückweg ist das Ding dann mit Nitro gefüllt. Und macht bei der kleinsten Erschütterung Boom. Deswegen empfiehlt es sich auch hier die Gegner wegzuräumen. Ich weiß zwar nicht, ob Angriffe durch Gegner oder die Tatsache, dass wir vielleicht schießen, dann Effekt drauf haben. Ich habe es nie drauf ankommen lassen, aber sicher ist besser als nicht sicher. Achtung, Explosionsgefahr, Treibstoff nicht schütteln. Ein Nachtankgerät für den Hochspannungsraum. Es funktioniert derzeit nicht, weil es keinen Treibstoff gibt. Da ist eine leere Kapsel und die nehmen wir jetzt mit. Die müssen wir jetzt nämlich ungefähr dahin bringen, wo wir jetzt sowieso hinlaufen. Weil wir ja durch die Tür gucken wollen jetzt. Nicht hier durch die Tür wollen wir gucken. So. Oh, doch schon wieder 3 Minuten. Das könnte... Oh, ich kann das aber so schlecht einschätzen. Ich glaube, wir haben auch in diesem Spiel nur noch einen einzigen Gegner und das ist der Boss. Ich glaube, alles andere haben wir schon weggefegt. Das heißt, in der Abschlusssequenz tauchen, glaube ich, noch ein paar Chimeras auf, aber die können uns sowas von egal sein. Weil wir da nämlich sowieso unter Zeitdruck nur noch rennen müssen dann. Denn natürlich ist, ich meine, man kann es sich ja denken... Es ist zu erwarten, früher oder später wird die Selbstzerstörungssequenz dieses Schuppens hier aktiviert werden. So, jetzt erstmal die Hebel umlegen. Oh, wir müssen aber nicht jeden einzelnen umlegen, oder? Oh, doch, müssen wir. So, zack. Und Nummer 3. Und damit ist die Tür offen. Gehen wir mal gucken, was denn da so Wichtiges hinter versteckt ist. Wieder mit der schönen, mysteriösen Musik. Jemand schritt schneller, wenn wir das hier jetzt in dieser Folge dann doch schaffen wollen. Und um die Ecke rum. Und da ist eine Tür. Dann gucken wir noch mal, was sich hinter der Tür verbirgt. Chris? Jill. Chris, Wesker's the... I know. I can't open it. Just wait, I'll be back. Okay,
Jill wird uns in ein paar Minuten nochmal demonstrieren, wie doof sie eigentlich ist. Na, ich kann nochmal was zu sagen. So, achso, ich wollte nochmal gucken. Hier ist alles geregelt soweit, ne? Ja, super. Ist also nur noch dieser eine Raum da dann. Den wir dann noch zu erforschen haben. Und das hat seinen Grund, warum wir da noch nicht drin waren. Jetzt schmeißen wir aber erstmal den Strom für den Schuppen hier wieder an, damit der Aufzug funktioniert. Und dafür müssen wir jetzt erstmal hier rein. Hier ist nämlich, genau da ist die Aufladestation. Die Nachtankstation quasi für diese Treibstoffkapsel. Das brauchen sie jetzt nicht. Was? Hinter dieser robusten Tür scheint es etwas zu geben. Öffnen? Ja, doch. Sieht aus wie ein Nachtankgerät. Kapsel einsetzen? Mach, was du nicht lassen kannst. Sie haben folgendes, Treibstoffkapsel. Und wer auf die, der Hauptbestandteil des Treibstoffs ist eine Nitroverbindung. Durch Rennen könnte eine tödliche Explosion ausgelöst werden. Ja, wir müssen jetzt nämlich wirklich den ganzen Weg zurück müssen wir jetzt gehen. Denn wenn wir rennen, macht's Bumm. Ich weiß nicht, wie das ist mit Schießen und Kämpfen und Schaden nehmen. Deswegen haben wir vorher schon mal alles weggefegt. Und da wir vorher schon mal alles weggefegt haben, bedeutet das natürlich, dass wir jetzt auf dem ganzen Weg hier keine Gegner treffen werden und einfach nur stupide ganz langsam vor uns hinschleichen. Wenn ich nett wäre, würde ich das Ganze ja für euch beschleunigen. Aber da ich nicht nett bin und euch genauso leiden lassen will, wie ich hier jetzt leide. Nee, ist ja ganz nett. Kann man die Atmosphäre nochmal so ein bisschen auf sich wirken lassen. So eine letzte Einstimmung auf den Boss. Die Grundidee ist ja vielleicht gar nicht verkehrt, aber die Umsetzung, die ist doch ein bisschen... Einfach weil es wirklich... Es gibt ja keine Bedrohung. Es ist einfach nur ein stupides Dahinlatschen jetzt. Und nein, ich zeige euch nicht, wie es Bumm macht. Könnt ihr euch ja sicher auch so vorstellen. Jetzt sind wir fast da. So, da sind wir. Kapsel einsetzen, so. Und schon haben wir wieder Strom. Theoretisch müsste der Aufzug jetzt schon funktionieren. Oder muss ich jetzt erst noch hinten in den Raum und, ich gehe einfach mal kurz gucken, ob ich da jetzt noch irgendwas anschmeißen muss, da hinten in dem Raum, wo die Selbstzerstörungssequenz auch drin war. Denn ansonsten ist der Weg frei jetzt zum großen Finale. Achso, hier geht's lang. So, gibt's hier noch einen Knopf zu drücken. Hier zum Beispiel. Der Hauptaufzug hat keine Stromzufuhr. Starten. Ich musste also wirklich nochmal hierher. So. Jetzt aber. Aufzug hat wieder Strom, alles gut. Jetzt können wir in die unterste Etage des Labors fahren und uns angucken, was denn nun Umbrellas ultimative Biowaffe wirklich drauf hat. Wofür all unsere Kameraden hier sterben mussten.
Website den Verantwortlichen zu stellen und zur Rechenschaft zu ziehen. Aber bevor wir das machen, haben wir noch einen kleinen Zwischenstopp. In diesem Raum hier, den wir bis jetzt übersprungen haben. Denn dieser Raum ist ein Speicherraum. Mit Itembox und allem, den wir jetzt nochmal nutzen können, um uns für den Bosskampf entsprechend auszurüsten und vielleicht jetzt an dieser Stelle gleich nochmal zu speichern. Aber erst sammeln wir die ganze Munition und alles ein, was hier noch so steht. Nicht, dass wir das benutzen werden. Wir werden jetzt nämlich nur noch mit der Magnum operieren für den Rest des Spiels. Da haben wir 30 Schuss für, das dürfte reichen. So, sonst noch was? Nein, das war's. Einmal noch speichern. So, und dann nochmal an die Itembox. Nach Möglichkeit will ich nur Kräuter benutzen, weil die Erste-Hilfe-Sprays, diese zigtausende da, die wir da haben, unsere Wertung runterschrauben. So. Sind wir eigentlich ganz gut gerüstet für das, was da jetzt noch kommt. Der Moment der Abrechnung ist gekommen. Auf geht's. Der Aufzug funktioniert. Chris! Rebecca! I saw you in the inner garden. Well, I'm glad you're okay. No more following. Just stay with me, kid. That's my plan, sir. Und jetzt gemeinsam mit Rebecca dem Endkampf entgegen. Hier stehen noch mal Zeug rum. Ja gut, der Vollständigkeit halber muss ich es ja mitnehmen, ne? Ich habe ja gesagt, ich will alles mitnehmen. Na gut. Stürzen wir uns mal in die Schlacht. Das Top Secret Superlabor der Umbrella Corporation wartet auf uns. Hinter dieser Tür. Wesker. So you've come. Chris, you make me proud. Of course, you are one of my men. Thanks. Since when, Wesker? I'm afraid I don't know what you're talking about. Since when have they been slipping you a paycheck? I think you're a bit confused. I've always been with Umbrella. And Stars were Umbrella's. No, rather, my little piggies. The Tyrant virus leaked, polluting this whole place. And unfortunately, I had to give up my lovely members of Stars. You killed them with your own dirty hands! You son of a bitch!
Oh yes, dear. Just like this. Rebecca! Don't move. You. I don't think you want to die just yet. I have something that's of some interest to you. Ultimate life form, Tyrant. Wesker, you've become senile. Chris, you'll never understand. It's magnificent. Und jetzt, Chris gegen Tyrant. Tyrant ist gar nicht so langsam. Und trotzdem haben wir ihn mit relativer Leichtigkeit auseinandergenommen hier. Ja, beeindruckender Bosskampf, oder? So, wo ist denn Rebecca? Da liegt sie. Rebecca! Chris. It's a good thing you were wearing your bulletproof vest. There's nothing left for us to do here. Let's get moving. Okay. Ja, Rebecca hat überlebt. Sie hat Gott sei Dank ihre kugelsichere Weste angehabt. Jetzt sehen wir noch nach Wesker. Da liegt er. So ein elender Tod. Er hält etwas fest. Eine Beobachtungsnotiz, die diversen Resident Evil Teile jetzt so ein bisschen miteinander verbinden soll. Beobachtungen zum Wesen. Die Entdeckung des G-Virus erfolgte 21 Jahre nach Anwendung des Primogenitor-Virus. Der Prototyp-Parasit, den wir aus einem Labor in Frankreich kommen ließen, wurde dem Testobjekt verabreicht. Das Testobjekt nahm den Parasiten ein, ohne jegliche Beeinträchtigungen zu zeigen. Das Ausbleiben der Reaktion war lange ein Rätsel, doch nun ist mir alles klar. Der Prototyp-Parasit verbrachte eine Inkubationszeit von 21 Jahren im Körper des Testobjektes. Dann mutierte der Prototyp plötzlich. Oder vielleicht ist evolvierte ein angemesseneres Wort. Diese Beobachtung brachte meine Forschung beträchtlich voran. Durch weitere Modifikationen und Tests gelang mir die Ableitung eines Verfahrens zur Entwicklung des G, das die Leistung von T weit übertrifft. Dies war der Durchbruch, der die Zukunft der bioorganischen Waffen prägen würde. Ich kann es gar nicht abwarten, Alexia mit der Veröffentlichung meiner Forschung endgültig in den Schatten zu stellen. Leider wird es noch ein paar Jahre dauern, bis ich meine These beweisen kann. William Birkin. War natürlich die Rede wieder von Lisa Trevor. Okay, hier ist weiter sonst nichts zu tun. Wir müssen jetzt nur die Türen öffnen. Der Rest wird sich dann von ganz alleine entwickeln. Das müsste hier sein. Ein Bedienfeld zum Lösen des elektrischen Notfallschlosses. So. Jetzt können wir von hier abhauen.
Zeit, diesem Albtraum den Rücken zu kehren. Der Tyrant ist besiegt. Wesker ist erledigt. Was soll denn jetzt noch schiefgehen? Einfach wieder nach oben. Wir müssen jetzt zum Helipad. Wo das ist, wissen wir ja. Ganz am Anfang des Laborbereiches. Nur leider öffnen sich die Türen ja blöderweise nur im Falle eines Notfalles. Zum Beispiel... Chris? What is it? I found a file in the lab. Apparently there's still a lot of Tyrant virus here. We should blow this whole place up. Right. The show must go on. I'll leave that up to you, Rebecca. I'm on it. I'll start the self-destruct system I found a little while ago. It's not like we're out of this yet. I'll see you on the outside. Outside. Die Aktivierung des Selbstzerstörungsmechanismus zum Beispiel wäre so ein Notfall. Ich muss noch mal ganz kurz zur Truhe. Ich werde noch ein letztes Mal abspeichern und die Schrotgewehrmunition noch ablegen. Nicht, dass wir die noch irgendwie benutzen werden. Aber wir brauchen einen freien Slot für den Helipad. Sonst kommen wir da nicht drauf. So, machen wir den letzten Slot hier noch voll. Warum denn nicht? Foyer, ich weiß nicht, ein Foyer sieht für mich irgendwie anders aus. So. Auf geht's. Dem Ende des Spiels entgegen. Ich muss mal gucken. Vielleicht sind es doch noch zwei Folgen. Überlegungen, die ich jetzt hier während der Aufnahme mache, die für euch selbstverständlich sind, weil ich da die Entscheidung eh schon getroffen habe. Ihr seht es ja, ob es jetzt ein oder zwei Folgen geworden sind. Self-destruct system has been activated. All personnel must evacuate immediately. Deactivating and releasing all locks. So, wir haben jetzt quasi... Ja, ja, Chimera, huhu. Ist doch egal. Ihr könnt mich mal... Wow. Also wir haben jetzt hier eine Durchsage. Ne? Lautsprecher plärren und blöken, eine Alarmsirene ertönt und eine Durchsage sagt, Selbstzerstörungssequenz aktiviert, alle Schlösser sind geöffnet. Und jetzt ratet mal, was unsere gute Freundin Jill Valentine aus der ganzen Situation macht. Ne, wohlgemerkt, man hört hier unten, hört man das auch, ja, also alle Schlösser sind geöffnet. Die Tatsache, dass die Selbstzerstörungssequenz das Schloss zum Gefängnis öffnet, sei mal in ihrer Sinnhaftigkeit dahingestellt, aber wie reagiert unsere gute Freundin? Sie sitzt einfach darum. Wir müssen die wirklich abholen. Wenn wir jetzt nicht hier nochmal hergekommen wären, dann hätte sie wirklich da gesessen, bis diese gesamte verdammte Villa in die Luft fliegt. Da gehört schon eine ganz besondere Klasse der Blödheit dazu. Ja, das ist halt Jill Valentine. Nicht unbedingt die Schlauste. Das haben wir ja in diversen anderen Let's Plays auch schon zur Genüge festgestellt. Aber jetzt sollten wir wirklich von hier verschwinden. Hoffen wir nur, dass Brad noch in der Nähe von uns einsammeln kann. Oder dass hier vielleicht ein Helikopter auf dem Helipad steht, denn sonst haben wir ein Problem. Let's get going. Dann lässt sie uns jetzt einfach zurück, aber wir kennen ja den Weg. Deactivating.
Das ist nämlich hier zum Eingang zurück. Und Gott sei Dank, dass jetzt noch kein Timer läuft. Denn bei Resident Evil ist es immer so, also fast immer so, Zeitlimits und Beeilen immer erst, wenn tatsächlich der Timer angezeigt wird. Davor hat man so viel Zeit, wie man eben braucht. So, und durch die Tür. Achso, ich muss erst die Leiter hoch hier. Muss erst die Leiter hoch? Moment, das stimmt doch gar nicht, oder? Doch, stimmt. Ich dachte schon, ich bin dran vorbeigerannt. Das würde so total zu mir passen. So, hier können wir jetzt nochmal, könnten wir jetzt nochmal Sachen einsammeln. Aber ganz ehrlich, ich habe keinen Platz im Inventar und ich renne jetzt nicht nochmal zurück. Letzte Chance, wir sollten uns beeilen. Diesen Gegenstand müssen wir mitnehmen, den Sicherungskasten. Von daher haben wir echt keinen Platz für die anderen Sachen gehabt. Die wollen nämlich sicherstellen, dass wir hier einen Inventarslot frei haben, jetzt für das Finale. Deswegen geht auch jetzt erst der Timer los. The self-destruct system's activated. Good work. Brad's up in the helicopter. Those things are coming. I'll take care of them. But Chris, you just get in contact with Brad somehow. Okay. Ja, oder wir fahren einfach alle aufs Dach und lassen die Monster da unten verrotten. Die können doch keinen Aufzug fahren, Leute. Was haltet ihr von der Idee? Nicht besonders viel, wa? Naja. Und jetzt in der Sequenz startet der Timer schon. Ist ganz schön frech. Aber wenn das Spiel eh nur noch 3 Minuten geht, dann wird's wohl doch bei einer Folge bleiben. Ich meine, wir müssen ja jetzt nur noch Brad signalisieren und dann ist alles vorbei, nicht wahr? Was soll denn da noch schief gehen? So, die stellen wir mal hier in der Mitte auf. Ungefähr hier. Komm schon, Brad. 9 Blendgranaten. Wahnsinn. Jetzt beginnt der eigentliche Kampf. Und jetzt müssen wir auch nochmal aufpassen, dass der Tyrant hier Rebecca nicht kalt macht. Denn sonst könnte er uns trotzdem noch unser gutes Ende versauen. Wow. Nicht nachladen, jetzt bist du blöd. Stopf ihm eine Granate ins Maul, Chris. Stopf ihm eine Granate ins Maul. Chris. Der macht er wirklich. Da, zack. Geil. Im Prinzip geht es nur darum, hier lang genug zu überleben. Also wir müssten gar nicht auf ihn schießen. Früher oder später erhalten wir trotzdem die Waffe, die wir brauchen. Ah, er ist immer noch auf uns fixiert. Das ist gut. Jetzt geht er wieder auf Rebecca los. Wow. So, und jetzt. Chris, use it. Kill it, whatever it
Jetzt müssen wir nur die Zeit kriegen, das Ding einzusammeln. Aber die gibt uns der Tyrant netterweise. Und mit dem Raketenwerfer, für den wir ja den offenen Itemslot brauchten, werden wir diesen Kampf jetzt beenden. 4 Schuss haben wir. Ich warte mal, bis er angestürmt kommt. Okay, das hatte ich mir anders vorgestellt. Aber macht nichts. Goodbye. Tschüss, Mann. Und das war's, Leute. Das war Resident Evil. Eine kleine Anekdote, eine kleine Info am Rand noch. Ich finde es ja sehr interessant, das offizielle Ende, also die offiziellen Ereignisse, die hier stattgefunden haben, die sahen ja tatsächlich 5 Überlebende, also eigentlich 6, wenn man Wesker mitzählt. Aber abgesehen davon haben vom Stars-Team überlebt Chris Redfield, Jill Valentine, Rebecca Chambers, Barry Burton und natürlich Brad Vickers. Und das Spiel, also das Originalspiel, gab ja uns nicht die Möglichkeit, ein solches Ende zu erreichen, weil auf jeden Fall Barry oder Rebecca gefehlt hat, je nachdem, welchen Charakter man gespielt hat. Und man sollte ja meinen, somit, wenn sie jetzt schon ein Remake machen von dem Spiel, das alles neu auflegen und denn da nun ein offizielles Ende haben, auf das sich dann die späteren Resident Evil Titel natürlich beziehen, dass Capcom dann die Möglichkeit einbaut, dieses Ende vielleicht diesmal zu erreichen, aber auch im Remake haben sie das nicht getan. Es ist auch hier wieder nicht möglich, das tatsächliche, ganz offizielle Ende dieser Ereignisse zu erreichen, denn auch in diesem Fall hat uns jetzt natürlich Barry Burton gefehlt und wenn wir Jill gespielt hätten, wäre Rebecca nicht dabei gewesen. Also nach wie vor das gleiche Problem. Ja, ich muss sagen, es ist schon ein ziemlich geiles Spiel, einer meiner persönlichen Favoriten, zusammen mit Resident Evil 2. Ich finde es einfach nur super. Ich hoffe, euch hat das Zusehen Spaß gemacht und ich sehe euch dann das nächste Mal wieder, wenn es hier auf dem Kanal wieder heißt Let's Play Better. Ich bin der Ryu, ich werde mich jetzt an dieser Stelle ausklinken und das Einzige, was mir jetzt noch zu sagen bleibt, ist... Ciao, Leute!